Oh, hey, ich bin's, der Alex. Und willkommen zu einem neuen Video bei Turn On. Wir reden heute über Streaming-Dienste, die es geschafft haben, sich in Deutschland zu etablieren mit einer Sache, und zwar TV-Sender anzubieten und im Internet live zu streamen. Was das bedeutet und für wen das vielleicht sinnvoll sein könnte, darüber reden wir heute. Ja, aber ihr fragt euch vielleicht gerade zu Recht, aber Alex, warum macht ihr dieses Thema? Warum könnt ihr euch nicht einfach einen Anschluss gönnen und Fernsehen gucken wie jeder andere normale Mensch auch? Ist ein guter Ansatz, ist auch nachvollziehbar, aber nicht vergessen, Technologien entwickeln sich, Wohnungen entwickeln sich, Häusle bauen entwickelt sich und somit auch die Ansprüche der Menschen entwickeln sich und parallel entwickelt sich natürlich auch das Internet zum Besseren. Klopf, klopf, klopf. Und es hat auch mit einer persönlichen Geschichte meinerseits zu tun, denn ich bin auf der Suche auch nach etwas Eigenem und ich habe einfach keinen Bock mehr, teure Mieten zu zahlen, die am Ende ins Nichts hinauslaufen, sondern dann zahle ich auch gerne teure monatliche Raten weiter, aber habe am Ende auch etwas für mich selbst. Egal in welcher Art und Weise. Und da geht es gerade darum, sich zu entscheiden, ob man Kabel- oder Satellitenanschluss haben möchte. Dann ist man aber auf die Idee gekommen zu sagen, 2019, da muss es doch irgendwas anderes geben. Es kann doch nicht sein, dass man noch auf diese in Anführungszeichen alten Dinge setzen muss. Und dann fiel es wie Schuppen von den Augen. Klirr, natürlich, es gibt ja auch das Internet. Und dann die Entscheidung zu sagen, wir lassen Sat und Kabel weg. Und konzentrieren uns nur aufs Internet, denn dort gibt es genau die gleichen Möglichkeiten oder fast zu 99,9% die gleichen Möglichkeiten, Dinge zu gucken, wie man sonst im normalen TV tun würde. Und nur viel Geld auszugeben für eine Option, vielleicht mal TV gucken zu wollen oder über Kabel eventuell brauchbares Internet haben zu können, ist eher so, why? Weil in Zukunft wird die Technologie mit Glasfaser und Co. da sowieso noch ein bisschen mit reingrätschen und deswegen ist es meinerseits zu sagen, kein Sat und kein Kabel in der Wohnung zu haben oder in einem Haus zu haben oder sowas, völlig legitim und sich solche Sachen anzugucken. Und deswegen haben wir uns mal schlau gemacht, was es da momentan so gibt und sind bei Satu und Waipu hängen geblieben. Das sind die beiden, nicht nur größten, sondern eigentlich einzigen Anbieter in Deutschland, die klassisches Fernsehen mit noch vielen Zusätzen in einem Paket anbieten und zum Streamen zur Verfügung stellen. Kleiner Funfact nebenbei, es gibt einen Unterschied zwischen Satu und Waipu. Waipu nutzt ein eigenes Glasfasernetzwerk, da könnt ihr euch mal auf der Seite des Herstellers informieren, beziehungsweise auf der Seite des Anbieters. Und Satu nutzt gängige Möglichkeiten, das an den Mann zu bringen. So, das ist jetzt ein bisschen technisch, da gehen wir nicht weiter drauf ein. Wichtiger ist für euch natürlich zu wissen, was bekommt man, wenn man sich für Satu oder Waipu entscheidet. Und fangen wir doch einfach mal mit Satu an. Der Unterschied, der Hauptunterschied bei den beiden ist, dass man Satu auf Smart TVs sich holen kann, als App aus dem Store. In dem Falle nicht nur bei WebOS für LG oder bei Android TV. Bei Waipu kriegt man die Apps aber nur für Smartphone und Tablets beziehungsweise am Computer. Das, was man mit Satu zwar auch kann, aber das ist die Stärke von Satu, dass es eben auch auf Smart TVs verfügbar ist. Und alles, was man machen muss, ist die App auswählen, starten und zack, man ist drin. Hauptsache, ihr habt Internet. Und da kann man eben, wie man es vom klassischen Fernsehen gewohnt ist, also wie man Stecker in den Fernseher stecken und dann diese Menü auswählen und die Sender raussuchen, da kann man hier ganz einfach die Senderliste anschauen. In meiner Meinung nach in sehr viel höheren Geschwindigkeit gegenüber normalen Fernseher, die dann erstmal aus dem Sat-Netz oder Kabelnetz die Sachen runterladen müssen und es ist auch nicht synchronisiert und dann klickt man da rum und es zieht sich und dann will man ein bisschen mehr Infos haben und dann muss man da draufklicken und dann beim klassischen Fernsehen dauert das auch ewig und hier ist es interessanterweise sehr viel schneller, obwohl es eine eigene App auf einem Smart-TV ist, wo sonst das auch bezüglich Fernsehen und Sat, also Sat und Kabel läuft. Ich finde das super. Also das ist wahrscheinlich mittlerweile scheinbar so gut ausgearbeitet, dass die Apps, die Streaming-Apps besser laufen als die Software auf dem Fernseher selber. So, wollen wir jetzt zurückgehen? Da, noch eins zurück, da. Dann haben wir jetzt hier die Übersicht zum Beispiel für das, nicht nur die Senderübersicht, sondern auch die Übersicht für das laufende Programm in so einer schönen Timeline, wie man das eben gewohnt ist. Da kann man da links und rechts scrollen, da kann man dann auch mehrere Informationen dazu raussuchen oder in den höherpreisigen Paketen auch noch Sachen buchen. Und das ist, glaube ich, eine Gemeinsamkeit beider Anbieter, also Satu und Waipu, dass es das Ganze in unterschiedlichen Paketen angeboten wird. Also Satu haben jetzt gerade die Free-Version laufen und in der Free-Version gibt es schon eine ganze Handvoll Sender. Aber die beschränken sich dann auch nur auf öffentlich-rechtliche und ein paar ausgewählte kleine Nischensender. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, öffentlich-rechtliche, die findet man auch so auf ard.de und Co.
Aber hier ist es ja eine, ich nenne es mal vorsichtig, gesammelte Stelle. Also eine App, die euch diese freien Streaming-Möglichkeiten sammelt und die ihr dann ganz entspannt aussuchen könnt mit allen Infos drumherum, die ihr braucht. Und wenn ihr die Upgrade-Pakete nehmt, habt ihr bei Zattoo die größere Auswahl an Sendern und auch noch Pay-TV-Sender, die ihr da einfließen lassen könnt, ausländische Sender, aber zahlt dann eben auch bis zu 20 Euro im Monat. Und könnt dann auch noch Sendung aufnehmen und im Ausland gucken. Ihr kennt das. Ne? Wichtig ist eben nur, dass es das gibt und dass es funktioniert. Und jetzt müssen wir im Vergleich gucken, wie das mit Waipu aussieht. Und dafür müssen wir jetzt vom Fernseher weg und aufs Notebook wechseln. So, also jetzt, bevor wir ins Detail gehen bei Waipu TV, schauen wir uns nochmal gegenübergestellt nochmal das eben an, was ich zusammengerafft habe. Hier Free, Premium und Ultimate bei Zattoo und Free, Comfort und Perfect bei Waipu. Das sind die Pakete Maximum 10 Euro im Monat bzw. Maximum 20 Euro im Monat. Aber noch im Hinterkopf behalten, auch da gibt es Zubuchoptionen mit um den dicken Daumen 5 Euro pro Option pro Monat, die man für zum Beispiel Unterwegs- und Reisenutzung hinzubuchen müsste. Das Interessante wäre dann aber bei Waipu, wäre das unbegrenzt, bei Zattoo wäre das Unterwegs-Streaming auf maximal 90 Tage begrenzt. Dann gibt es auch eine maximale Senderanzahl von bei Waipu 102 Sender und bei Zattoo 107 Sender plus Zubuchsender, wo wir dann um den dicken Daumen bei 130 Sender etwa sind. Also tatsächlich, so gleich die grundsätzlichen Pakete auch erstmal sein mögen, also gerade die Free-Pakete, so gleich sie auch sein mögen, desto unterschiedlicher wird es auch, je höher wir gehen, beziehungsweise desto unterschiedlicher werden auch die zubuchbaren Optionen und die zubuchbaren Sender und zubuchbaren Funktionen. Ihr müsst also tatsächlich ganz genau gucken, was ihr wie haben wollt und was am Ende des Tages unterm Strich bei rumkommt, je nachdem, was ihr bei wem hinzubucht. Also hier mal kurz eine Übersicht. Darm Plus, Darm Rack, hier Fernsehen mit Herz, Goldstar TV, 3 Euro im Monat, 7 Euro im Monat für Türk, Bosanki 6 Euro im Monat oder hier das 5 Euro, denn das noch 5 Euro dazu. Guckt euch das genau an. Die Kombinationsmöglichkeiten sind wie bei Fastfood-Menüs unendlich. Ihr bekommt dann aber, was wir eben bei Zattoo gesehen haben, auf dem Telefon, auf dem Fernseher, hier bei Waipu im Browser. Machen wir das mal ein bisschen größer, damit ihr das besser sehen könnt. So, habt ihr hier direkt mit einem Klick auf Fernsehen die Übersicht wie am Android TV, die Möglichkeit hier, das, den Fernsehfeed euch direkt anzuschauen mit der Info dazu, was da gerade läuft. So, können aber auch mit einem Klick auf Programm in die Übersicht wechseln, in diese typische Timeline wechseln und gucken, was hier gerade so läuft. Aha, bei Deluxe Music ist der Song gerade, bei ZF Info gibt es das gerade, cool. Dann kann man auch direkt draufklicken, wenn man es sich angucken möchte oder auch ein Recording starten, wie bei Zattoo. Das ist dann auch wieder je nach gebuchtem Paket unterschiedlich, wie viel und wie lange oder ob ihr überhaupt aufnehmen dürft auf einen bestimmten Online-Speicher, der für euch zur Verfügung steht. Und habt dann auch hier die Möglichkeit, auf dieses Aufnahmearchiv direkt zuzugreifen. Und falls euch so ein Desktop nicht reicht, könnt ihr auch tatsächlich switchen auf eine Handy-App. Und das ist ja das Tolle dabei, weil es über WLAN läuft, weil es übers Internet läuft, ist es standortunabhängig. Ihr seid nicht gebunden an ein Kabel im wahrsten Sinne des Wortes oder an einen SAT-Anschluss, an einen Receiver, sondern nur das genutzte Gerät ist entscheidend. Das heißt Tablet, Fernseher, Notebook, Smartphone etc. Aber auch hier, je nachdem, was für ein Paket ihr gebucht habt, könnt ihr entweder alleine, maximal zu zweit oder mit bis zu 4 oder 5 Teilnehmern bzw. Geräten gleichzeitig Fernsehen gucken. Puh, ihr seht also, selbst in Anführungszeichen einfache Konzepte wie Fernsehen gucken, kann auch, wenn man es sich genauer anguckt, ein bisschen komplizierter werden. Das heißt nicht, das ist nicht negativ gemeint, sondern es bedeutet ja, dass selbst solche simple Dinge, wie wir sie immer uns als simpel vorgestellt haben, Fernsehen gucken und fertig, auch individuell und interessant sein könnten oder wieder interessant sein könnten für den sonst staubigen Fernsehalltag. Aber schreibt es mal in die Kommentare. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr sogar schon Zattoo, Waipu? Denkt in Zukunft auch, ach, Sat-Kabel und Co. sind eh für einen Quark, das wird man nicht mehr brauchen. Internet ist es oder ist für euch immer noch klassische Antenne auf dem Dach, das Nonplusultra. Post es in die Kommentare, wir gucken mal, wie wir unseren Senf dazugeben können und ich muss jetzt mal meinen Akku laden. Ich bin Apple-Nutzer, sonst kann ich nicht weiter gucken.